Gibt es sowas für dich wie ein Traumauto? Da gibt's, es gibt so viele Formen und jedes Jahr kommen so viele neue, da kann man sich wirklich nicht entscheiden. Aber ich bin großer Nissan-Fan und da ist der neue GTR ganz hoch im Kurs bei mir. Was war denn eigentlich dein erstes Auto? Ein 97 Ford Escort. Ja. 97? Ja. 97er Ford Escort haben wir für 1500 Dollar gekauft. Meine Eltern hatten kein Cash dabei und ich hatte da einmal im Sommer habe ich gearbeitet und habe da mein Geld gespart und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen dieses Auto kaufen, aber der Käufer möchte das Geld jetzt und dann sind sie zu mir gekommen und haben gefragt, können die für mir was leihen? Ich so, ja klar, kauf mir das Auto. Und dann haben wir das gekauft und das war für die nächsten paar Tage, paar Wochen das coolste überhaupt für mich, so das eine Auto und das habe ich dann mit meiner Schwester geteilt. Was hältst du von dem Tempolimit? Ich denke, Deutschland macht das cool. Also es ist, meine Freunde in Amerika fragen mich mal, boah, wie ist das mit der Autobahn? Ist das echt überall begrenzt? Nein, ist es nicht. Auf den Stellen, wo es begrenzt ist, ist die Fahrbahn auch sehr gut, in sehr guter Qualität, ist auch meistens viel geradeaus, wenig Kurven, wenn es unbegrenzt ist. Das passt schon ganz gut. Ich bin dafür, dass das bleibt. Das macht dann auch teilweise Spaß. Und hat auch was Besonderes an Deutschland. Deutschland behält noch einen coolen Ruf. In 2,5 Jahren bin ich einmal zu schnell gefahren und wurde dafür geblitzt. Ansonsten habe ich nur Parkpunkte, also Parktickets bekommen, aber sonst nichts von Schnellfahren oder so. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Hier sitze ich. Ja. Auf den langen Fahrten. Meistens ist hier frei. Das ist ganz, ganz selten. Aber ich habe einen super Platz. Also außer wir haben einen 19. Mann, habe ich hier zwei Plätze und kann mich, also sagen wir, da ist mein Laptop, dann hocke ich mich so hin und schaue so einen Film. Wir waren jetzt in Hoffenheim, sind 4,5 Stunden gefahren, da war Stau. Und dann kann man das auch ertragen, so zu sitzen, einen Film zu schauen. Denn wenn man so sitzt, 4 Stunden, ist das schwer und man kann das auch nach hinten tun und ein bisschen schlafen, die Füße raus tun, man kann den Tisch noch nach unten tun und die Füße dann da drauf legen, also es ist schon, man kann sich richtig bequem machen.